Die Schüler sind nicht gerade begeistert, ihren neuen Lehrer kennenzulernen. Und wenn ich anklopfe? Nichts hat sich geändert. Also, wer will an die Tafel kommen? Feier! Ich nach vorne kommen? Aber wie? Ich habe eine Flosse. Warte, ich helfe dir. Ich wähle diese Option. Danke. Jetzt hat sie Beine und ich bin mal wieder drauf reingefallen. Mädels, lächeln. Dieses Bild ist für Mr. Richard. Es ist heil geworden. Wir lassen es hier. Er kommt. Los. Hm? Oh, meine Schüler. Rick, ich habe dir Tee mitgebracht. Hm? Was ist das? Das sind meine Schüler. Wo gehst du denn hin? Und was ist mit dem Tee? Heiß oder kalt? Wir brauchen keinen Wasserspender mehr. Mein schöner Hai ist so süß. Findet ihr nicht auch? Nimm ihn weg. Keine Sorge. Das ist nur ein Anspitzer. Wickelt einen Anspitzer in Fimo ein. Und farmt einen Hai. Fügt noch Details hinzu. Backt den Fimo kurz. Und malt ihn an. Er spitzt alle Stifte an. Ich glaube, das war zu viel. Hain zu vertrauen ist eine schlechte Idee. Was ist das? Eine Flosse. Hm? Wer ist da? Das ist echt verrückt. Mr. Richard, ich brauche Ihre Unterschrift. Klar, Herr Rektor. Hier bitte. Danke, ich schwimme weiter. Der Rektor passt super zur Schule. Wie macht man stylische Locken? Das ist doch ganz einfach. Man muss nur die Hand als Lockenstab benutzen. Feuer, übertreib es nur nicht. Mittagszeit. Hier sind ein paar Marshmallows. Oh, Feuer. Ich glaube, du kannst mir helfen. Kann ich mir dein Feuer ausleihen? Schneidet Streifen aus einer Plastikflasche aus. Formt einen scharfen Rand. Erhitzt sie über einer Kerze und verdreht sie. Malt sie an, um Flammen zu erstellen. Befestigt Schaumgummi an einem Stück Plastik. Macht ein Loch in den Deckel und legt eine LED-Lichterkette ein. Klebt die Flammen an und befestigt die Lichter. Bestreicht den Halter mit Acrylfarbe. Klar, hier! Oh, ist das heiß! Ich füge Holz zum Feuer hinzu. Und ich kann Marshmallows rösten. Danke, Feuer. Gerne, Mr. Richard. Luft mehr, Jungfrau. Haltet eure Stifte bereit. Wir machen uns Notizen. Ich habe meinen Stift vergessen. Ich brauche ein Meerjungfrauenlied. Hier, such dir aus, was du willst. Welchen soll ich mir aussuchen? Das ist für dich. Das ist der einzige Stift, mit dem eine Meerjungfrau schreiben sollte. Danke, ihr könnt gehen. Aber wie soll man mit diesem Stift schreiben? Schüler, ihr müsst eine Landschaft zeichnen. Okay, ich brauche meine Lieblingsfarben. Befestigt eine Muschel auf einem Gesichtspuderbehälter. Bestreicht sie mit perlmuttartiger Acrylfarbe. Verziert sie auch mit Strasssteinen. Klebt Mini-Aquarellbehälter mit Meeresfarben hinein. Meine Lieblingsfarben! Wasser, hast du einen Pinsel? Nein. Oh, meine Farben sind ausgelaufen. Aber dafür sieht es total schön aus. Wow, ich will es auch versuchen. Ich drehe die Palette um. Und? Oh, hätte besser sein können. Die Luftmeerjungfrau schaukelt am liebsten. Wir schreiben heute einen Test. Und nicht schummeln. Was? Wann haben wir das denn gelernt? Ich kann mich gar nicht daran erinnern.
Wolke, hilf mir! Danke für die Spickzettel. Hier ist die richtige Antwort. Ich brauche auch einen Spickzettel. Was? Er hat sich in Asche verwandelt? Oh Mist. Feuermeerjungfrau. Mein Lieblingsstift. Feuer präsentiert euch ein Feuerhack. Macht ein Loch in eine Kerze. Legt eine Kugelschreibermine hinein. Stellt die Kerze in einen Kerzenhalter. Gebt eure Unterlagen ab. Ich werde sie einsammeln. Hier. Danke, aber du hast ein leeres Blatt abgegeben. Sehen Sie mal, Mr. Richard. Sie müssen nur mein Papier aufwärmen. Können Sie es erkennen? Oh ja, wow. Und es ist alles richtig. Wo habe ich mein Lesezeichen hingelegt? Oh, eine Flosse statt eines Lesezeichens ist total praktisch. Hey, ist der Unterricht schon vorbei? Und ich soll hier mit diesem Buch sitzen? Schön. Danke, kein Problem. Aber das ist das letzte Mal, dass ich das für dich tue. Erde liebt Pflanzen, aber keine großen. Oh no. Der Akku vom Smartphone ist leer. Hey, habt ihr ein tragbares Ladegerät? Ich hab keins. Nee, sorry. Klar, hier. Faltet ein quadratisches Stück durchsichtiges Plastik mehrmals diagonal. Schneidet die Linien ein, aber lasst die Mitte frei. Biegt die Ecken zur Mitte und befestigt sie mit einer Stecknadel. Bringt es an einem Stift an und bemalt eine Powerbank. Verziert sie mit Strasssteinen und klebt den Stift auf. Fügt da Strasssteine hinzu. Danke! Aber es funktioniert nicht. Oh, stimmt. Du musst pusten. Echt? Okay. Oh, es lädt auf. Jetzt geht es wieder nicht. Ich werde pusten. Es funktioniert nicht. Mir geht die Luft aus. Mach dir keine Sorgen. Ich helfe dir. Wow, danke. Wassermeerjungfrau. Die Zeit ist um. Gebt eure Tests ab. Hier. Danke. Ich brauche deinen Test. Ich bin noch nicht fertig. Gib mir noch 2 Minuten. Wasser. Ich brauche eine Angelrute. Ich habe eine. Hier ist mein Test. Danke. Erdmeerjungfrau. Ich bin fertig. Er hat diesen Stein hier gelassen. Das ist meine Lunchbox. Schneidet eine Öffnung in ein Stück Styropor und legt eine runde Lunchbox rein. Macht auf die gleiche Weise einen Deckel. Fügt eine weitere Schicht für mehr Volumen hinzu. Schneidet die Ecken ab und poliert sie mit Sandpapier, damit ihr einen Stein erhaltet. Bemalt ihn. Und überzieht den Stein mit Nagellack und bringt auch künstliches Moos an. Kannst du mir Wasser eingießen? Klar. Und ich füge noch etwas Erde hinzu. Jetzt müssen wir nur noch warten. Und wir haben Mikrogrün. Das ist gesund. Willst du probieren? Danke, aber ich habe keinen Hunger. Die Elementmeerjungfrauen schreiben einen Test. Tests sind so langweilig. Aber meine neue Kopfhörertasche ist lustig. Schneidet 2 Wolken aus Schaumgummi aus. Und einen Streifen. Verbindet die Teile zu einem Etui. Und legt die Kopfhörer rein. Fügt ein Stück hinzu, um den Deckel zu befestigen. Keine Kopfhörer im Unterricht. Sie bekommt bestimmt die Antworten mitgeteilt. Nur Wind? Na gut. Hier, nur ich kann die Antworten vom Wind verstehen. Wie fandet ihr unser Video? Schreibt uns, welche Meerjungfrau ihr gerne wärt.
Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst.